müssen heute in 3 Minuten schnell malen. Aber wir zeichnen Shin Sonic Charaktere. Und was? Wie sollen wir Shin Sonic zeichnen? Wir wissen auf jeden Fall, er ist blau, ne? Ja, und er ist böse auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, ich nehme so ein dunkles Blau. Ich glaube, ja, das passt ja, besser ich zu auch. Shin Sonic. Machst du den ganzen Körper oder machst du nur den Kopf? Also wir können beides machen. Ich meine, er hat einen großen Kopf auf jeden Fall, muss ich sagen, ne? Ja, ich mache halt wirklich mehr den Kopf, ne? Bei mir geht es jetzt nicht so tatsächlich um den Körper, verstehst du? Ja, ich meine, wir haben auch nicht viel Zeit. Wir haben nur noch 2 Minuten Zeit. Das ist nicht viel, ne? Okay, Freunde, ey, das ist nämlich Speedraw. Da müssen wir uns extrem schnell beeilen. Aber das kennt ihr ja. Freunde, wenn ihr auf jeden Fall sowas öfter sehen wollt, lasst es uns gerne wissen. So, ich mal. Oh, ich mal schon mal den Riesenmund. Du weißt, Shin Sonic hat ganz viele Zähne. Okay, das ist das Wichtigste eigentlich. Vor allem, er hat in seinem Maul eigentlich noch ein Maul, ne? Ja, das stimmt. Er hat so 2 Zähne. Das sieht echt gruselig aus. Aber es gibt auch verschiedene Phasen von Shin Sonic, weißt du? Oh ja. Wie er sich entwickeln kann. Welche Phase zeichnest du? Keine Ahnung, welche Phase ich zeichne. Okay, machst du die Riesen Shin Sonic oder die normale Version? Ich glaube, die normale. Aber ich bin mir unsicher. Okay, ich mache auch die normale. Okay, Freunde, so, dann haben wir hier noch. Boah, ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennt. Das hier sollen die Zähne sein. Ja, weil ich mache auch ganz schnell die Zähne, aber wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Ich muss mit den anderen Sachen jetzt loslegen hier. Es ist Speedraw. Wir können noch mal probieren. Können wir noch ein zweites Maul? Aber ich glaube, das zweite Maul erkennt man bei mir nicht so gut, ne? Ja, bei mir auch nicht. Ich meine, er hat ja auch nicht in allen Phasen 2 Mäuler. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir machen noch ein bisschen Zahnfleisch. Zahnfleisch gehört auch dazu, oder? Ja, Zahnfleisch. Ohne Zahnfleisch wäre ein bisschen schlimm. Ja, so. Das machen wir ein bisschen rötlich. Ich bin so langsam, ne? Ja, okay. Ich bin auch gerade bei den Augen beschäftigt. Aber, oh mein Gott, wir haben fast keine Zeit mehr. Wie sollen wir das schaffen? Ja, es ist nur 3 Minuten. Und es werden heute noch ganz andere Charaktere kommen, ne? Oh, wenn wir alle Shin-Charakter zeichnen, oder? Ja, ja. Das werden richtig, richtig viele kommen. So, okay. Ich glaube, ja, die Augen... Freunde, die Augen sehen... Warte mal, ich mache die Augen nochmal ein bisschen anders. Oh mein Gott, ich habe jetzt auch noch irgendwas hinzugefügt. Nein! Oh mein Gott. Wie sah das denn aus? Okay, ich bin gespannt, was die anderen gezeichnet haben. Wow. Ich hab mir Mühe gegeben, okay? 1 Stern. Ey, nee, sorry, aber... Ich hab mir echt Mühe gegeben. Ein Stern. Der hat nicht mal die richtige Farbe rausgewählt. Ey. Okay, was haben wir jetzt? Ein Herz. Junge, was ist denn das? Ein Stern. Oh, Sadie, nice. Der ist cool. Der ist nicht von mir. Der ist von dir. Der ist nicht von mir. Nee, ey, ich muss sagen, aber der ist gut. Ich gebe dir 5 Sterne. Ja, das ist von dir. Woher weißt du das? Mann, weil man das einfach weiß. Oh nein, wieder. Nein. Das hast du jetzt nicht gezeigt. Ich kann dir nicht mehr als 3 Sterne geben. Ich hab mich konzentriert auf den Mund, Mann. Was ist das? Ey, yo, Füße? Oh, ich glaube, das ist die letzte Phase von Sonic, wo der so riesig ist. Oh, okay. So riesige Füße. Also er hat nur die Füße so gezeigt. Ja, jetzt ist es aber echt einfach gemacht, muss ich sagen. Okay, aber eigentlich muss doch klar sein, wer gewonnen hat, oder? Ich jetzt nicht gewonnen habe, Vitamine. Ich bin nicht mal da, er Füße hat gewonnen. Und dieser Blau-Club ist Zweiter, das kann nicht sein. Ey, was? Ich habe nur 5 Sterne, Leute. Ich bewerte mich mal ein bisschen besser, Mann. Es geht weiter, Sadie. Wir zeichnen jetzt Shin Tails. Okay, ich bin gespannt. 3 Minuten hast du auch wieder Zeit, ne? Ja, okay, Shin Tails ist auf jeden Fall gelb. Und gelb? Ist der Freund von Sonic. Ja, ich mach so ein bisschen orange eher, würde ich ja, sagen. Ja, ja, ja. So, eigentlich so wie du, muss ich sagen, so ein bisschen von der Farbe her. Ja, von den Farben her, du hast recht. Und der hat auch so ein ganz, ganz komisches Maul. Ja, die haben alle so ganz viel gruselige Zähne, muss ich sagen. Das ja, das ist echt verrückt. Ey, ich weiß immer gar nicht, wie ich die gleiche Farbe wieder kriege. Ich finde das so nervig, ne? Ja, am besten malst du mal mit einer Farbe zu Ende und danach benutzt du die nächste. Ja, aber das passt manchmal nicht. Ja, das stimmt allerdings. Okay, Freunde, ihr könnt ja gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob man erkennt, was das hier sein soll. Also, ich meine, ihr wisst es ja, aber ihr könnt gerne natürlich auch mal in die Kommentare bewerten, ne? Das ist ja wichtig, dass wir mal wissen, wie schlecht wir gezeichnet haben. Ey, ich muss sagen, ich fand unsere Shin Sonic Zeichnung gerade eben am besten eigentlich. Ja, ich muss sagen, deine war richtig gut. Wir gewinnen müssen eigentlich. Ja, das stimmt. Oh, okay, Augen habe ich fast fertig. Der hat ja, ich bin auch so bei den Augen gerade. Augen. Ja, zu gelangweilt, zu genervt. Okay, ich bin den Augen bin ich auch. Aber das Wichtigste ist immer, du weißt, der Mund. Der Mund, ja, ja. Der Mund ist wirklich extremst wichtig. Okay, so, ja, wie gesagt, ich bin beim Mund. Ich muss ihn gerade erstmal aus. Ich bin auch beim Mund gerade zu schnell und dann. Hast du den auch schwarz angefahren? Ah, nee. Ich habe ihn so dunkelrot, ich weiß aber auch nicht, was am besten ist. Okay, so ein bisschen, ja, du hast recht, ein bisschen Zahnfleisch hier wieder. Boah, wir haben echt nicht mehr viel Zeit, muss ich sagen. Oh ja, 30 Sekunden noch. 30 Sekunden, Sadie, beeil dich. Oh, ja, ich beeil mich so. Ich mach die Zähne hier.
Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich muss es nochmal löschen. Nein, nein, nein. Ich gebe denen sogar eine Nase, weil normalerweise hat er ja keine Nase. Ich habe jetzt so eine Stupsnase. Ja, stimmt. Der hat so eine. Der kriegt einfach nur so ein kleine Wollknäuel da. Oh mein Gott, okay. Freunde, ich bin mal gespannt. Ich meine, ist jetzt nicht viel besser, aber ist in Ordnung. Was? Freunde, bitte liked schnell dieses Video, denn dann werden wir ganz, ganz viele Shin-Sonic-Charaktere zeichnen. Bitte! Okay, irgendwas mit Vitamine auf jeden Fall. Irgendwas ich bin ein Fan. Ich gebe dir 4 Vitamine. Sterne. Zenti, hör auf, die gewinnt noch. Zu spät. Zenti und Viti. Und okay, ich gebe dir 5 Sterne. Der meint wieder die Füße. Okay, krass. Du hast das so ähnlich gezeichnet wie ich. Ja, mit dem großen Mund. Ja. Mit seinem Blick und so. Ganz genau. Eigentlich sieht das ähnlich aus wie Shin-Tails. Du wirst auch sehen. Jo, Leute, ich liebe euch auch, aber wir müssen noch die Shin-Tails zeichnen. Wir sind die Einzigen, die Shin-Tails einfach zeichnen. Okay, aber ich glaube, du wirst meins erkennen. Also ich habe so ähnlich gezeichnet. Ja, okay. Jetzt sieht ein bisschen aus wie so ein Hase, muss ich sagen, ne? Ja, die Nase sieht eigentlich... Ja, das Gesicht ist ein bisschen verschoben. Okay, ich glaube sogar, du könntest gewonnen haben. Und... Ja! Das kann nicht sein. 24 Sterne hat er dafür bekommen. Ey, das kann doch nicht sein. Warum? Oh mein Gott. Ich bin letzter. 10 Sterne! Kommen wir in die nächste Runde. Shin Amy. Denk dran, sie ist pink. Okay, ich meine, Shin Amy sieht eigentlich so ähnlich aus wie Shin Sonic, nur eigentlich in pink, so weißt du? Ja, eigentlich... Eigentlich sogar quasi fast genauso. Und lieben die sich eigentlich beide? Na, ich meine, Amy ist eigentlich die Freundin von Sonic, ne? Oh ja, okay, okay. Das haben wir jetzt auch herausgefunden. Danke, Sandy. Jo, kein Problem. Aber ich habe sogar eine andere Idee, dass ich jetzt mache. Ich glaube, ich mache die letzte Phase von Shin Amy, wie die ganze Stadt auffrisst. Das hier soll der Mund werden, ey, Leute. Sieht jetzt noch Katastrophe aus, ich weiß. Okay, Vitamin, ich bin dir ehrlich. Ich glaube, meine Zeichen könnte auch entweder richtig gut werden oder halt richtig schlecht werden. Das ist bei mir jedes Mal so. Ja, das stimmt. Okay, noch... bin ich beim Mund. Also der Mund ist ja eigentlich das Markanteste, ne? Ja, okay, ich bin jetzt auch gerade beim Mund. Wie? Und bei mir? Komisch, du wirst nicht glauben, die hat bei mir diesmal ganz andere Augen. So eine Augen habe ich noch nie gezeigt. Also Smileys, sagen wir es mal so. Okay, Vitamine. Da bin ich mal gespannt, mein lieber Herr Gesangs. Danke, Donge. Und ich muss sagen, von all den Zeichnungen, die wir bis jetzt gezeichnet haben, ist das die vernünftigste bis jetzt, die ich gezeichnet habe. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, bei mir ist es die schlechteste, glaube ich. Ich glaube, Sonic und Tails waren besser davor. Ist einer von uns schon mal Erster geworden? Nee, ja. Tatsächlich nicht. Obwohl ich eh, ich bin ehrlich, ich habe damit eh abgeschlossen, dass wir Erster werden. Nein, nein, ich nicht. Ich gebe jetzt mein Bestes hier. Pass auf, gleich kommen irgendwelche Fanarts und die sind wieder Platz 1. Nein, nein, nein. Ich werde die diesmal nicht gut bewerten. Ach, du hast die ganze Zeit noch gut bewertet? Ich habe denen immer 5 Sterne gegeben. Alles. Nee, ne. Denn ich habe da immer 0 Sterne gegeben oder 1. Ich meine, die waren ja cool an sich. Ja. Ja, ich habe aber, glaube ich, immer einen gegeben. So, okay. Okay, mein Shin Amy sieht aber echt nicht so schön. Ich bin echt nicht so zufrieden. Oh mein Gott, okay. Ehrlich gesagt. Also ich meine, meins ist jetzt auch kein Meisterwerk, aber es sieht halt besser aus. Bin ich ehrlich. Oh, schnell, Freunde, die Zähne. Oh mein Gott, nein, was habe ich getan? Er macht wieder Füße. Aber diesmal die Amy. Also es passt ja schon ein bisschen. Und es steht wieder Sandex und Vitamine. Ja, er macht die Füße von Amy. Das passt schon mal, das Thema. Das stimmt. Okay, was haben wir noch, Leute? Shin Amy kommt und... Oh mein Gott, I love you, Vita und Sandy. Ich glaube, das pinke oben rechts soll Shin Amy sein. Ich erkenne es direkt. Ja, stimmt. Okay, Vitamin, ich glaube, wir sind die Einzigen, die Shin Amy gezeichnet haben. Ich glaube auch. Danach kann nur noch unsere kommen. Was ist das für ein Riesenfisch? Es sollte die letzte Entwicklung von Shin Amy sein, wie sie so riesig Junge, ist. Junge, die sieht voll crazy aus. Ja, die sieht gruselig aus, aber nicht wie Shin Amy. Oh, die verliebte Shin Amy. Die verliebte Shin Amy. Sie ist verliebt und ich war noch beim zweiten Mund. Ich habe den nicht ganz geschafft. Ich gebe dir 5 Sterne dafür. Oh, danke, danke, danke. Ich hoffe, du gewinnst einfach. Boah, bitte, bitte, bitte. Und Freunde. Ey, Leute, das ist so Schummelei, ne? Er zeichnet jedes Mal Füße und wird Erster. Okay, die letzte Runde, Shin-Knuckles? Okay, das bedeutet, Shin-Knuckles ist blau, ne? Ja, und diesmal versuche ich sogar, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich versuche mal den ganzen Körper zu zeichnen. Hey, du also weißt, dass Shin-Knuckles blau ist, ne? Ja, Sandy, danke, ja, klar. Sandy, du denkst auch manchmal echt, ich bin komplett, doof, ne? Ich wollte dich verwirren, ich dachte, dann zeichnest du was Falsches oder so. Nee, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Okay. Ich versuche jetzt, wie gesagt, Gesicht und Körper hat, also ein bisschen Körper mit zu zeichnen. Okay, ich probiere auch ein bisschen Körper zu zeichnen, denn ich meine, eigentlich sehen sie relativ gleich aus. Mittlerweile müssen wir doch eigentlich Profis sein im Shin-Zeichnen. Ja, Knuckles, wir hatten heute Shin Amy, wir hatten eigentlich jeden schon. Mhm. Und Freunde, wenn ihr da auf jeden Fall nochmal was sehen wollt, einen zweiten Teil oder so, lasst es uns auf jeden Fall mit einem Like wissen. Und okay,
Körper habe ich schon fertig, weil der war jetzt nicht. Ja, der war jetzt nicht so schwer. Okay, interessant. Ich muss mich sagen, ich konzentriere mich auch oft auf den Mund halt, weil der ja, markant ist. Der Mund ist auch das Wichtigste, glaube ich, bei den Horror Shin Sonic. Das stimmt. So, Freunde, das ist Stufe 1 des Mundes. Hier der Innenraum. Boah, der ein bisschen... mein Mund sieht jetzt schon gruselig aus. Boah, ich... Junge, das ist so verrückt, ne? Okay, das muss eigentlich jetzt unsere beste Zeichnung sein. Wir müssen nochmal alles geben jetzt hier. Wollen wir wetten, dass es gleich noch rote Füße gibt? ja, das könnte allerdings sein. Ich hoffe, wenn wir jetzt hier noch ganz, ganz viele Zähne ranmachen, dass das dann vernünftig aussieht. Ja, ich komme jetzt auch gleich zu den Zähnen. Okay, wir machen den Mundbereich hier noch schnell. Wie viel, wie oft hast du so einen Mund? Ich habe doch bis jetzt keinen Mund. Ich mache jetzt auch erstmal hier so den Körper, würde ich sagen. Okay, denk dran, du hast nur noch eine Minute. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, Freunde. Oh mein Gott, okay, okay. Wir müssen die irgendwie aber trotzdem verbinden. Am besten mit ein bisschen dunkler, damit man erkennt, dass das so ein getrennter Mund ist. Okay, wie viel Mund machst du denn? Ich habe 2, aber ich wollte eigentlich noch einen dritten, aber ich glaube, der dritte ist zu viel, weißt du? Okay, 30 Sekunden haben wir noch Zeit, ne? Nicht vergessen, mein Lieber. Oh mein Gott, ich habe noch keine Augen. Ey, Leute, Freunde, oh, eher so. Okay, das sieht cool aus. Jetzt kriegt er noch kleine Äugli. So, ich komme jetzt auch zu den Zähnchen. So, Augen hat er von mir bekommen. Bam, und er kriegt so, der hat sogar noch so eine süße Stupsnarbe, die nach oben guckt. Okay, das ist echt nett, muss ich sagen. Okay, nein, Leute. 14 Sekunden noch. So, 14 Sekunden, dann können wir noch ein bisschen Extras machen. Der hat hier... Ist fertig? Keine Ahnung, der kriegt bei mir noch so komische Haare hier. So, und... Oh mein Gott, Sandy. Was? Das ist Shin Knuckles. Das ist bei mir auch Shin Knuckles. Okay, ich bin gespannt, ob wir rote Beine haben werden. Oh, Sandix und Vitamine, beste YouTuber. Danke sehr. Dankeschön, Dankeschön. Sandix und Vitamine, Dankeschön. Okay, ich glaube, ja, ich verstehe die Zeichnung. Sandix und Vitamine, Dankeschön. Bin mal auf die nächste Zeichnung gespannt, Vitamine. Lass mich raten, und... Sandix und Vitamine. Oh, Vichu und Senti. Nein, Vichu und Senti. Oh, ja, so habe ich den auch gezeichnet, Senti. Okay, mit 3 Zähnen. Also mit 3 Mündern und aber ein paar Ärmchen. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir der trotzdem nicht so gut von dir. Ich weiß nicht. Oh. Er hat rote Füße. Okay, ich gebe ihm aber 2 Sterne. Ja, ich wollte gerade sagen, alle anderen, die nur so Senti und Viti geschrieben haben, haben 1 und der kriegt 2. Weil er wenigstens immer noch die Füße anpasst. Ja, ich glaube, der mag Füße. Oh, okay. Aha. Wie viele Münder hast du? 1, 2. Und das ganz kleine soll der dritte sein. Okay, da gebe ich dir 3 Sterne für 3 Münder. Was? Ja. Okay, Trommelwirbel bitte, Freunde! Ja! Oh! Ich bin auch mal Platz 3. Shin Knuckles, damit bin ich erster Platz und Santi ist auf den dritten Platz. Und let's go! Ist dir mal aufgefallen, dass Mr. Bein immer auf dem Siegerpodest war? Und der hat einfach gute Zeichnungen. Freunde, das waren die verrückten Shin Sonic Zeichnungen, die wir auf jeden Fall hier krasse absolviert haben. Wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, lasst es uns wissen mit einem Daumen oben da. Vergesst nicht, kostet zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss! Tschüss!